Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es den Lesemonat des Monats Juli für euch. Und es wurden insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Bücher. Insgesamt waren es 2 E-Books, glaube ich. Ja, 2 E-Books und 9 Printbücher. Es ist ein bisschen schwer zu überlegen, weil ich manches als E-Book gelesen habe, aber mittlerweile auch als Buch hier liegen habe. Und das erzähle ich euch aber gleich, wenn ich euch das passende Buch dazu hochhalte. Aber im Endeffekt habe ich 4 E-Books gelesen und 3 davon habe ich tatsächlich mittlerweile auch hier liegen. Es ist immer sehr kompliziert als Buchblogger. Starten wir doch einfach mit dem ersten Buch. Ich greife jetzt einfach auf meinen Stapel hier und ziehe von oben nach unten runter, ohne dass es jetzt die richtige Reihenfolge ist. Starten wir mit dem ersten Buch, The Inheritance Games. Das Spiel geht weiter. Den zweiten Band der Inheritance Games Reihe. Wir begleiten immer noch unsere Protagonistin auf der Suche nach Antworten. Wenn ich weiß, um was es in The Inheritance Games geht. Wir haben eine ganz normale Protagonistin, ein ganz normales Mädchen von nebenan, Avery heißt sie, und die erbt plötzlich ein milliardenschweres Unternehmen. Also sie wird von einem Milliardär beerbt, der super viele Firmen und Ferienhäuser und sonstige Institutionen sein eigen nennt oder nannte. Und an das Erbe sind ein paar Bedingungen geknüpft. Und zwar soll sie auf Hawthorne House leben für ein Jahr. Und ja, dort lebt sie halt nicht alleine. Dort lebt sie mit den 4 Enkeln des Verstorbenen und seinen 2 Kindern. Aber nach und nach stellt sich halt heraus, dass Avery doch irgendwas mit der Familie zu tun hat. Nur was das ist, weiß man halt nicht. Das erfährt man wahrscheinlich erst im finalen Band der Reihe. Aber es kommen halt immer so nach und nach Geheimnisse ans Licht. Der alte Herr hat gerne Rätsel aufgegeben. Seien es jetzt so eine Art Schatzsuche oder seien es irgendwelche Wortspiele. Also die ganzen Bücher oder die beiden Bücher, Band 1 und 2, bestehen halt aus super viel Miträtseln und Überlegen. Und das hat das Ganze, glaube ich, auch so spannend gemacht. Vor allem passiert super, super viel in kurzer Zeit hintereinander. Also irgendwie, man kann das Buch nie zur Seite legen, weil man genau weiß, wenn jetzt das Kapitel mit einem Cliffhanger endet, muss ich weiterlesen. Und dadurch, dass die Kapitel halt super kurz sind, manchmal sind es einfach nur 3, 4 Seiten, kann man halt auch sagen, oh komm, ich lese noch eins, ach komm, ich lese noch eins, ach, eins geht noch. Und irgendwie hat man dann doch das halbe Buch an einem Abend durchgelesen. Ist auf jeden Fall eine super, super spannende Geschichte und ich freue mich auch schon arg auf das Finale. Das nächste Buch ist zum Beispiel nämlich jetzt ein Buch, das ich als E-Book gelesen habe und mittlerweile als Print zu Hause habe. Ich habe das Buch nämlich bei der NetGalley angefragt und auch bekommen und auch dann gelesen, weil ich mir dachte, wenn ich in Urlaub bin, dann nimmst du einfach nur den Kindle mit, anstatt jetzt 3 Bücher mitzuschleppen und dann kannst du das Buch lesen. Und ich habe auch in dem Buch im Urlaub angefangen, aber ihr wisst ja, dass der Urlaub nicht ganz so verlaufen ist, wie ich das gerne gehabt hätte. Zumindest die, die auf Instagram regelmäßig meine Storys gucken, haben das mitbekommen. Ja. Aber um was geht es in Alles, was du von mir weißt? Wir begleiten Polly. Polly ist ein ganz, 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 ganz toller Mensch. Sie lebt mit ihrer Mutter zusammen, die ständig an ihr rummäkelt, weil Polly halt keine Modelfigur hat. Sie ist plus size und steht im Großen und Ganzen auch dazu. Aber ihre Mutter ist halt so ein Fitness-Junkie und ist komplett auf Optik ausgerichtet. Und lässt Polly das halt auch regelmäßig spüren mit
Kommentaren und Sticheleien und einfach Spitzen, die sie in ihre Aussagen verpackt. Ja, immer dieses gut gemeinte Ratschläge. Das kann ich ja sowieso schon nicht leiden. Ja, außer dass ich die Mutter furchtbar nervig fand, habe ich die restlichen Protagonisten aber total gefeiert. Vor allem halt allen voran Polly. Sie möchte später Anwältin werden und studiert deshalb auch Jura. Beginnt gerade ihr Studium quasi und sichert sich einen Nebenjob in einer renommierten Anwaltskanzlei. Ja, nur dass halt dort ein, zwei Menschen sind, die Polly auch nur auf ihr Gewicht reduzieren und halt auch böse Kommentare fallen lassen, als sie nicht merken, dass Polly es mitbekommt. Ja, auf der Arbeit wird sie gemobbt, zu Hause wird sie gemobbt. Natürlich nagt sowas an einem. Sie möchte dann natürlich zu Hause schnellst wie möglich raus, weil ihr das alles sehr zusetzt. Und ihre beste Freundin Anna schleust sie dann quasi in die WG ihres Bruders ein. Und mit Jonas versteht sie sich halt schon immer sehr, sehr gut. Und die beiden sind auch echt ein cooles WG-Couple. Ja, aber nach und nach lernen sie sich halt immer besser kennen und plötzlich sind da Gefühle, die vorher nicht da waren. Wie das Ganze dann weitergeht und welche schwereren Themen Kira da auch noch angesprochen hat, müsst ihr natürlich selbst herausfinden. Da ist auch übrigens eine ganz coole Karte von Polly mit drin. Und ich habe das Buch tatsächlich bei Löwe Intens gewonnen, bei Instagram. Die hatten da ein Gewinnspiel zum Buchstart zum Release gemacht und ich hatte Glück und hab's gewonnen. Ansonsten wäre es wahrscheinlich jetzt noch nicht bei mir eingezogen, weil ich es ja schon gelesen habe. Das nächste Buch, das ich gelesen habe, ist von Paige Toon, Du schenkst mir die Welt, auch vor kurzem erst erschienen und ja, dazu kann ich eigentlich gar nicht so viel Eigenes sagen, weil ich finde, dass der Klappentext schon super, super, super viel verrät. Angie wollte schon immer die Welt bereisen, doch sie steckt in ihrem winzigen australischen Heimatdorf fest. Ihre Mutter ist tot, ihr Vater kennt sie nicht und sie ist die Einzige, die sich um ihre demente Großmutter kümmern kann. Als diese stirbt, macht Angie eine Entdeckung. Ihr Vater lebt, und zwar in Rom. Und warum hat ihr niemand davon erzählt? Angie wirft sich in ein italienisches Abenteuer, um die Wahrheit über ihre unbekannte Familie herauszufinden. Kann sie der charmante Draufgänger Alessandro, auf dem ebenfalls ein Geheimnis lastet, auf ihrem Weg begleiten? Ich wollte das Buch eigentlich ja im Urlaub lesen, weil ich dachte, ja, da kriegst du vielleicht voll das Urlaubsfeeling von. Ich habe auch ein Urlaubsfeeling davon bekommen, aber halt erst nach meinem Urlaub und dann war ich noch geknickter, weil mein Sommerurlaub nicht so gelaufen ist, wie ich es gern gehabt hätte. Aber es hat mich trotzdem sehr, sehr schön aufgefangen. Das war so, ich war so ein Zwiespalt. Einerseits hat es mir voll Fernweg-Vibes gegeben und einerseits hat es auch mich drüber hinweg getröstet, dass ich dadurch auch nochmal ein paar Sommer-Vibes abbekommen habe, oder ein paar Meer- und Strand- und Sommersonne-Vibes. Ihr wisst, was ich meine. Ja, alles in allem kann ich das Buch wirklich nur jedem ans Herz legen, der ein bisschen aus seinem Alltag entfliehen möchte. Die nächsten beiden Bücher kennt ihr schon aus meinem What I Read Next Video für den Juli. Ich habe da nämlich 4 Bücher euch vorgestellt, 2 aus dem Lux Verlag und 2 aus dem Kiss Verlag. Und es hat damals Worlds Collide gewonnen. Ich habe es natürlich dann auch gelesen, kann ich schon mal vorab sagen. Aber ich habe auch noch das zweite Lux-Buch gelesen. Also dieses Mal war ich echt gut und habe direkt 2 Bücher von meiner Subliste gestrichen und sogar 1 von meiner 22 für 22 Liste. Ja, worum geht's in Worlds Collide? Es geht um Fiona. Sorry, ich habe es ja wieder nicht mit Namen. Fiona ist Beauty-YouTuberin und wird unbeabsichtigt in einen Skandal verwickelt und verliert Follower und alle Menschen sagen, sie ist das Böse in Person gefühlt.
Aber wie kam es zu der Situation? Es gibt einen anderen YouTuber, Damien heißt der gute Mann. Böse Zungen würden behaupten, er deckt die Fehler der Influencer auf. Also so ein bisschen Oliver Pocher in YouTuber-Style. So in die Richtung geht das, was er da auf seinem Kanal macht. Aber eigentlich gehört die Leidenschaft der Astronomie zu ihm. Er hat auch noch einen Zweitkanal, in dem es um die Wissenschaft geht. Aber natürlich, ja, wird der nicht so gehypt wie Promi-Klatsch oder Influencer-Klatsch. Ja, Fiona ist natürlich mehr als angepisst, kann man verstehen. Und als sie dann halt auf einer Convention neben ihm sitzt, ja, tut ihr das nicht ganz so gut, würde ich jetzt mal behaupten. Sie beteuert natürlich ihre Unschuld und ja, er glaubt ihr natürlich nicht, wie soll es auch anders sein. Aber die beiden raufen sich zusammen und es entwickelt sich eine super schöne Geschichte mit super vielen Plot-Twists und Dingen, die ich natürlich jetzt nicht verraten werde, die unvorhergesehen kommen, so. Es ist einfach eine super, super schöne Geschichte und jetzt im August, ich glaube im August, erscheint auch Band 2. Der wird auch direkt hier einziehen und wird auch direkt gelesen, weil ich die Geschichte wirklich richtig, richtig schön fand. Ich hatte ja vorher ein bisschen Bedenken, weil mir die Breakaway-Reihe nicht so gut gefallen hat, beziehungsweise Band 1 nicht so gut gefallen hat. Aber Annabelle hat sich wieder nach oben katapultiert. Ja, und das zweite Buch, das ich gelesen habe von meinem What I Read Next Stapel oder Voting, ist The Tree of Us. Ich hatte das Buch ja beim Wichteln geschenkt bekommen quasi und hatte es aber seitdem hier einfach nur rumliegen. Ich wusste auch noch nicht, wo ich es einsortieren soll, weil mein Lux-Fach voll ist und da wird es vielleicht demnächst mal ein Ich sortiere mein Bücherregal um Video geben. Das ist, glaube ich, bei der Menge ein Video wert. Ja, in The Dream of Us begleiten wir Julie Summers. Sie ist Cheerleaderin und ja, die haben nur eine Regel: fangt nichts mit einem Footballspieler an. Dann kommt aber ein gut aussehender neuer Mann auf die Schule und die beiden verstehen sich sehr, sehr gut. Und wie man sich halt denken kann, ist sie jetzt halt total im Struggle, weil sie ihn gut findet, aber sie möchte halt ihre Karriere nicht gefährden und eigentlich ist ihr nichts wichtiger als ihre Karriere. Dann gibt es auch noch einen bösen, bösen Plot-Twist, den ich nicht habe kommen sehen und ihr ganzes Leben ändert sich. Was das ist, müsst ihr natürlich selbst lesen, aber ich habe ja zuerst gedacht, weiß nicht, ob die Reihe mir dann wirklich gefällt oder nicht. Dann haben mich die beiden aber so abgeholt, dass ich gesagt habe, ja, die Reihe muss ich auf jeden Fall weiterlesen. Dann kam aber etwas, was ich nicht so gut fand. Das ist mal so schwer, ohne Spoiler, seine Meinung zu sagen. Da hatte ich gerade letztens mit Maren und Evi noch drüber gequatscht, dass es im Lesemonat immer super schwer ist, seine Meinung zu sagen, ohne die Leute zu spoilern. Weil, ja, die Leute ja auch die Bücher noch vielleicht lesen wollen. Aber der Lesemonat ist halt einfach der Moment des Monats, in dem man seine eigene Meinung kundtut. Und wenn dann halt mal ein Spoiler dazwischen ist, dann tut es mir auch immer sehr leid. Aber bei den groben Spoilern sage ich es euch ja immer noch im Vorfeld. Achtung, da kommt jetzt was. Wenn ihr das Buch noch lesen wollt, macht mal den Ton aus oder so. Ja, aber ich werde mir auf jeden Fall jetzt noch Band 2 und 3 ordern, weil ich die Geschichte final doch ziemlich gut fand, bis auf eine Sache. Und ja, das ist mal wieder mein übliches Problem mit der Kommunikation, aber das habe ich ja in vielen New Adult Büchern. Das nächste Buch habe ich eigentlich auch im Urlaub lesen wollen und hatte es tatsächlich auch im Urlaub dabei und habe es im Flugzeug gelesen, weil ich mir dachte, wenn ich im Flugzeug mein Kindle auspacke, wird Maler die ganze Zeit an meinem Kindle rumfummeln wollen. Und bei Büchern ist das nicht so. Ja, ich hatte das Buch dabei. Sie hat es mir auch irgendwann mal angemalt. Genau wie meine Couchkissen. Das sind die Momente, wo ich sage, ich liebe mein Kind, aber
Ja, im Buch ist nicht so schlimm, aber bei den Couchkissen nervt es mich doch arg. Aber Spoiler-Alarm, das war nicht unter meiner Aufsicht. Egal. The Way I Break ist der Reihenauftakt zur Hungry Hearts-Reihe von Nina Tramontani. Und wer jetzt denkt, es ist ein super hübsches Cover und sieht sehr sommerlich und blumig aus, der täuscht sich. Es hat nämlich ganz, ganz, ganz tiefgründige und schmerzhafte Thematiken. Also ganz große Triggerwarnung. Es werden wirklich Dinge angesprochen, die harte Kost sind. Und aufgrund dessen haben auch viele bei Bookstagram, denen ich folge, das Buch nicht gemocht. Ich hingegen fand es gut. Ich fand es richtig gut, auch dass so harte Themen angesprochen werden. Aber, es gibt bei mir auch ein Aber, ich fand die Beziehung, die sich zwischen den Protagonisten entwickelt, sehr, sehr ungesund. Und da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass ein Punkt angesprochen wird. Die beiden versuchen halt, die Probleme allein zu lösen und auf ihre Art zu lösen, was ich an und für sich nicht schlecht finde. Aber es geht um Dinge, wo ich sagen würde, sucht euch da noch eine neutrale Hilfe. Also, dass vielleicht auch Thematik Therapie angesprochen worden wäre, hätte ich mir gewünscht. Aber ansonsten, ich mochte das Sternekoch-Küchen-Setting. Ich mochte die kleine Stadt, in der es spielt. Und ja, ich mag einfach Ninas Schreibstil. Wenn wir schon bei Maren sind, die ich jetzt eben schon erwähnt habe, und bei Evie, möchte ich natürlich auch noch die Raven Boys hochhalten. Wem der Rabe ruft und wer die Lilie träumt, habe ich beide im Juli gelesen. Band 1 haben wir eigentlich schon im Juni angefangen und ich glaube, der ein oder andere war auch schon im Juni fertig, aber ich noch nicht, weil ich es im Urlaub zum Kind ins Bett bringen quasi gelesen habe. Das waren nämlich auch zwei E-Books, die ich bei BookBeat gelesen habe. Ja, ihr hört richtig, bei BookBeat kann man auch hin und wieder ein Buch lesen. Es sind nicht so viele online wie Hörbücher, aber es gibt auch Bücher, die als E-Book quasi online sind. Nur als kleiner Tipp, falls euch die Rain Boys interessieren, könnt ihr da mal kostenlos reinschnuppern. Es gibt nämlich aktuell wieder die Aktion 60 Tage Test, ohne was zu bezahlen bei BookBeat. Kann mal gucken, ob ich euch da unten was verlinken kann. Ja, das ist keine Kooperation, das ist einfach nur eine Empfehlung von mir, weil ich BookBeat richtig gut finde. Und auch täglich nutze eigentlich. Ja, in der Raven Boys Reihe geht es um vier Jungs, die Raven Boys. Ha, macht Sinn. Ich würde auch behaupten, in jedem Band geht es um einen anderen der Jungs. Ich habe jetzt erst Band 1 und 2 gelesen, aber hier geht es zum Beispiel um Gensei. Im zweiten Band geht es vermehrt um Ronan. Ja, aber es lässt sich super, super schlecht erklären, um was es in der Story geht. Wie ich in meinem letzten Video schon gesagt habe, haben wir überlegt, wie wir das Buch beschreiben sollen oder wie wir die Reihe beschreiben sollen. Und ich würde einfach in den Raum werfen, es passiert super viel, obwohl super wenig passiert. Das versteht auch wirklich nur jemand, der das Buch gelesen hat. Es ist ein ganz, ganz blumiger Schreibstil, das muss man halt auch einfach mögen. Wir waren hin und wieder auch sehr, sehr verwirrt. Also alle drei haben gesagt, ja, die Story ist oder die Bücher sind sehr verwirrend. Wir hoffen einfach, dass es in Band 4 irgendwo dann so macht, wenn wir genug Informationen über alles bekommen haben. Band 2 ist jetzt auch wieder mit einem großen Cliffhanger geendet. Das heißt, wir fangen am Montag direkt an mit Band 3. Bis ihr das Video seht, ist wahrscheinlich schon Montag, weil ich ein bisschen vordrehe. Aber nichtsdestotrotz eine sehr, sehr coole Reihe und ich erzähle euch jetzt einfach mal, um was es in Band 1 geht, in Form von Klappentext, weil sich das Buch einfach nicht in Worte fassen lässt. Punkt. Jedes Jahr im April empfängt Blue die Seelen derer, die bald sterben werden, auf dem verwitterten Kirchhof außerhalb ihrer Stadt. Bisher konnte sie nur spüren, nie sehen, bis in diesem Jahr plötzlich der Geist eines Jungen aus dem Dunkel auftaucht. Sein Name lautet Gensei, und dass Blue ihn sieht, bedeutet, dass sie der Grund für seinen nahen Tod sein wird.
Seit Blue sich erinnern kann, lebt sie mit der Weissagung, dass sie ihre wahre Liebe durch einen Kuss töten wird. Ist damit etwa Gensei gemeint? Ja, also eine richtig, richtig coole Reihe. Und ja, hier geht es halt um Ronan, den besten Freund von Gensei. Im ersten geht es halt mehr um Gensei. Und die Jungs sind halt einfach super. Anders kann ich es nicht sagen. Die Charaktere in diesem Buch sind einfach super, super, super faszinierend. So würde ich es jetzt mal stehen lassen. Kommen wir last but not least zum letzten Buch. Wenn ich jetzt anders sitze, sorry, es hat gerade an der Tür geklingelt. Es kam Buchpost. Ja, Nebelschimmer ist das letzte Buch, das ich diesen Monat gelesen habe. Es ist der zweite Band der, ich weiß gar nicht, wie die Reihe heißt. Falls jemand weiß, darf sie mir das gern sagen. Auf jeden Fall ist es der zweite Band der Reihe und es geht darin um Kala und Jasper. Kala war eine Zeit lang in den USA aus familiären Gründen und Jasper hat das irgendwann nicht mehr ganz so gut mitgemacht und hat sich getrennt. Die beiden sind aber auch schon seit Kindertagen ein Paar und deshalb war das für alle so ein ganz großer Schock, dass die beiden sich getrennt haben. Jetzt ist Kala zurück und versucht sich ein neues Leben in Deutschland aufzubauen, ohne Jasper. Sucht sich eine neue Wohnung und ja, ihre beiden besten Freundinnen, die unterstützen sie natürlich dabei. Sie sucht sich auch einen neuen Job und wie das Schicksal es so möchte, arbeitet Jasper genau in diesem Café, in dem sie auch anfängt. Die beiden verbringen wieder mehr Zeit zusammen und reden auch über vieles, was ja, damals passiert ist. Ich finde auch, dass die Kommunikation zwischen den beiden richtig schön ist. Natürlich gab es immer so ein paar Sachen, die erst nach und nach rauskamen. Aber im Großen und Ganzen haben die beiden sehr gut kommuniziert und das feiere ich. Ich hasse nämlich nichts mehr bei Büchern, wenn die Protagonisten sich nicht auskäsen. Wenn sie A sagen, aber B denken. Und falls ich jetzt ganz, ganz anders sitze, zu allem Überfluss, ist jetzt auch noch der Akku der Kamera leer gegangen. Den musste ich jetzt kurz tauschen. Das Buch möchte einfach nicht erzählt werden. Aber ich finde auch, das Buch muss für sich selbst sprechen und die beiden Protagonisten machen es zu etwas ganz, ganz Besonderem. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich es lesen durfte und kann es wirklich jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem schönen, ich will nicht sagen Sommerroman ist, aber einer schönen Liebesgeschichte über zweite Chancen. So würde ich es betiteln. Ich mag Anjas Schreibstil sowieso sehr, sehr gern. Sie schreibt so richtig schön frei Schnauze. Ich mag es auch, dass es endlich mal nochmal ein Buch ist mit deutschem Setting, auch wenn mir das ganz oft in anderen Büchern nicht gefallen hat und das ein Kritikpunkt war, aber hier irgendwie gefällt es mir richtig gut, weil man sich auch so genial die Stadt vorstellen kann, so wie Anja sie beschreibt, mit ihren kleinen Gassen etc. Ja, ich bin total begeistert. Am liebsten würde ich Gewitterleuchten jetzt schon lesen, aber das kommt, glaube ich, erst nächstes Jahr. Lass mich lügen. Entweder Ende des Jahres oder nächstes Jahr, ich bin mir nicht sicher. Da gab es auch verlagsintern ein paar Verschiebungen, deshalb bin ich da nicht mehr ganz so sicher. Aber ich habe es auf meiner Wunschliste, ich habe es auf dem Schirm. Und werde es definitiv auch lesen, sobald es erscheint. Ich wollte jetzt gerade das Video beenden, aber mir fällt ein, ich habe ein Buch vergessen zu erwähnen. Und warum habe ich das vergessen zu erwähnen? Weil ich es als E-Book gelesen habe. Ja, Schlaumeier. Ich habe nämlich auch noch No Flames Too Wild gelesen, auch im Urlaub angefangen und zu Hause beendet. Ich finde das Cover einerseits so richtig nichtssagend, aber dahinter versteckt sich eine richtig, richtig schöne Geschichte. Es geht um, wie hieß sie nochmal? Isabel hieß sie. Isabel. Es geht um Isabel, die quasi ihren australischen Papa sucht, beziehungsweise auf dessen Spuren wandeln möchte. Der ist, als sie noch ein Kind war, gestorben und sie wusste halt, dass er lange Zeit in Australien gelebt hat, dort gesurft hat,
Und deshalb fliegt sie mit ihrer Freundin für ein Jahr. Ich glaube, so ein Jahr Work and Travel, Travel and Work möchte sie machen. Fliegt auf jeden Fall nach Australien und gibt sich da auf die Suche nach ihrem Papa. Und ja, landet dabei in einem Koala-Reservat, was ich richtig cool finde, weil ich ja auch selbst im Tierschutz bin und alles, was mit Tierrettung etc., Reservaten, Auffangstationen etc. zu tun hat, richtig, richtig cool finde. Und ich habe den größten Respekt vor jedem, der in so einer Institution arbeitet. Ja, auf jeden Fall gibt es dort einen Pfleger, der nicht ganz so schlecht aussieht, würde ich jetzt mal behaupten. Es ist der Sohn der Besitzer, beziehungsweise eigentlich leitet er aktuell das Reservat. Und da Isabel Marketing studiert hat und es dem Reservat finanziell gesehen nicht ganz so gut geht, bietet sie halt an, dass sie so ein paar Marketingkampagnen macht und versucht, dem Reservat ein bisschen unter die Arme zu greifen. Wie das Ganze dann endet, müsst ihr natürlich selbst lesen. Ich fand es super schön, vor allem weil auch die Arbeit mit den Koalas sehr, sehr gut erklärt wird und die Koalas auch einen großen Teil der Geschichte abdecken. Ich habe mir tatsächlich das Buch jetzt auch noch bei der Bücherbüchse bestellt, weil es da einen wunderschönen Buchschnitt mit Koalas gibt. Da schlägt mein Tierherz wieder höher. Ja, und hoffe, dass das Buch auch bald ankommt, damit ich es im Regal stehen habe und freue mich auch schon auf die zwei Folgebände, in denen es um einmal die beste Freundin von Isabel geht und ich glaube, im dritten Band geht es um die neue Freundin, die sie dort unten kennenlernen. Auch eine Surferin und die ist auch richtig, richtig cool. Ihr Lieben, das waren jetzt wirklich alle Bücher, die ich im Juli gelesen habe. Ihr findet sie wie immer in der Infobox verlinkt und durch den Kauf eines Buches unterstützt ihr mich auch ein bisschen, mich und meine Schreiberei. Ich finanziere nämlich mein Self-Publisher-Dasein mit den Einnahmen meiner YouTube-Videos. Und deshalb noch einmal die freundliche Erinnerung, wenn ihr eins der Bücher euch kaufen möchtet, weil ihr euch jetzt angefixt fühlt durch das Video, dann geht doch einfach unten auf den Link. Es kostet euch nicht mehr, wenn ihr das Buch bei Amazon oder Thalia über den Link kauft, aber ich kriege eine kleine Provision und kann mein Schreiben weiter ausbauen. Das war's jetzt wirklich von mir. Tut mir leid für die ganze Schleichwerbung, aber viele von euch wissen es auch einfach nicht, dass es Affiliate-Links gibt. Von daher muss ich es ab und zu einfach mal erwähnen. Ansonsten war es das jetzt wirklich von mir. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!